Oh mein Gott. Erwischt. Erwischt auf frischer Tat. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode Crafted Geld mit mir, Basti GHG. Und ja, Herzschmerz, wenn ich das sehe. Es gibt Leute wie Gomme und Veni, die sind halt am Start. Feister und Veto würde ich auch so halb dazu. Es ist ein bisschen, wir müssen mal wieder ein bisschen gucken. So, Veto müssen wir eigentlich auf jeden Fall auch mal wieder zum GHG ranbringen. Und eigentlich Feister ist halt, ja, bei Feister mit Ratte, das passt schon. Nun ja, es ist mal wieder ein weiterer Craft Attack Tag. Für mich gilt es heute ein bisschen umzustrukturieren, denn wir werden gleich in einer halben Stunde schon eine andere Main-Channel-Aufnahme haben. Wir werden gleich einen Mob-Army-Battle aufnehmen. Das wird sehr, sehr, sehr cool. Und danach werden wir dann nochmal Craftech spielen. Also mein heutiger Craftech-Tag ist in zwei Teile gesplittet. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ich hoffe doch, denn wir haben noch einiges vor. Hi. Hey, na? Katze. Katze. Alles klar, Veto? Ja, um 6. Ich habe Gruppe gemacht, 21-2. Und ja, es ist an sich relativ simpel. Die Jungs können dir es dir dann eher nochmal erklären. Aber also basically, hast du es mal im Stream oder so gesehen? Hab ja gestern Abend noch das letzte Video dazu angeschaut. Hast du wirklich? Na klar. Geil, geiler Typ. Informiert. Kannst du mir erklären, was es mit Stegi und dem Edgarianer-Rang zu tun hat? Also. Er ist Verräter. Warum, Veto? Kennst du die Konstruktion mit dem Amboss? Ja, ich habe das mitbekommen. Ich sag dir ehrlich, Veto, ein bisschen schmerzt mir das Herz auch. Du musst eigentlich auch wieder GRG reinmachen, weißt du selber. Na gut, für heute Abend. Generell. Hm, ich. Guck mal, du weißt doch selber, wo du herkommst. Guck mal hier auf deiner Brust, was du da trägst. Guck mal, du bist ein alter GRG-OG auch, ein bisschen. Ja, aber ich bin auch ein bisschen Sigma. Ja. Veto, das kriegen wir nicht, das Branding kriegen wir nicht so auf Krampf durchgedrückt, ne? Mann, Paluten, ach nee, komm. Ja, komm, nee, nein, sag es. Komm, rede mit mir. Paluten wusste vorhin nicht, was Sigma ist, sondern musste mir das ihm ganz unangenehm erklären, was das bedeutet. Oh, und? War es eine gute Erklärung? Nee, das hat Feister übernommen. Du sagst mir jetzt erstmal deine Meinung, weil ich bin noch gerade so halb im Intro. Wir haben nämlich gestern dieses erste Tor da gebaut. Du musst dir jetzt vorstellen, ne? Das Kupfer, das wird noch oxidiert, bla bla bla. Aber die Mini-Wardens, wie findest du die? Die sind schon cool, oder? Die sind echt cool, ja. Ich finde das geil gelöst mit den, wie heißen die? Mit den Skulk-Wains. Ja, genau, Skulk-Wains. Auf den Armen, genau. Das ist alles gemacht. Ja, ich finde, das ist halt auch so, es gibt Sinn, weil, ne? Ja. Super Sache. Kommt da noch was? Oder was kommt dahinter hin? Naja, da kommt meine Base halt sozusagen rein. Das ist halt der Eingang dann an allen vier Seiten, kommt es überall rein und dann ist da wirklich die Base. Check, check. Das ist ja cool. Wie würdest du denn Sigma erklären? Können wir was anderes reden. So, nee, aber wie ich jetzt auch gerade schon Veto eben erklärt habe, darum wird es heute auch auf jeden Fall gehen. Wir haben hier unsere Tore, finde ich unfassbar geil. Finde ich, sieht sehr, sehr, sehr nice aus und generell füllt sich das ganze Loch gerade aktuell mit so vielen coolen Details und mit dem ganzen Grün wirkt das einfach nochmal so viel besser. Das Drachenei ist auch immer noch da, das ist auch sehr, sehr gut so. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwann jemand den Fehler begehen wird und da nochmal was macht. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee, aber also ich habe wie ich, also bei, also wenn ich einen Kampf abgebrochen hätte, dann den. Nee. Oh, Basti, Digga, what the fuck? In der ersten Runde. Bro, Digga, ich habe mich erschrocken, Alter. War mein Plan. Digga, Heilige, was machst du hier? Ich rechne auch nicht damit dir, dass du hier in der U-Bahn mal bist. Ich merke, dass du nicht mit mir mehr rechnest. Shiggy, was willst du mir erklären? Was mal? Oh. Seit wie vielen Jahren kennst du mich eigentlich nochmal? Das war ein Doppelgänger, war das. Das war ein Doppelgänger, glaube ich. Mhm. Stege, du spielst Spielchen. Da ist es mal ein Doppelgänger, mal ist es das, mal ist es dies. Du tanzt auf zwei Hochzeiten. Auf zwei Hochzeiten wird getanzt. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn noch eine dritte Person dazu kommt, dann wirst du noch bei der dritten Hochzeit tanzen. Nein, 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 so viel tanze ich nicht. Besser ist. Du darfst nicht vergessen, Feister war bei mir und der hat irgendwelche Slash-Status-Sachen bei mir immer gemacht. Er ist der Schuldige. Wir machen mal noch die finale Prüfung. Es gibt zwei Zeiten, die du dir merken solltest. Ja, heute ist die frühere Zeit. Ja, und was ist die andere Zeit? Ist morgen die spätere Zeit. Okay, dann kennst du die Uhrzeiten? Oder müssen die noch in den Chat geschrieben werden? Ich hätte gesagt 18 und 20 Uhr. Das heißt in 13 Minuten, ne? Ja. In 13 Minuten gibt es das Mob-Army-Battle. 2 gegen 4. Randomizer Edition. Ja. Gut. Ich bin ready. Sehr, sehr gut, Stegi. Sind alle anderen auch ready für heute? Na klar, ich habe alles organisiert. Okay. Ich habe morgen für den Deathrun habe ich über 15 Leute. Okay, das wird geil. Deathrun wird richtig krass. Mann. Was machst du jetzt hier noch am Bahnhof? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also eigentlich wollte ich nur meinen Stuff gerade holen, weil der ist jetzt, achso, eigentlich ist jetzt die Geschichte erzählt, die Bahnhofsgeschichte.
Okay. Scheiße. Aber es sieht ganz gut mittlerweile aus, oder? Lässt du jetzt einfach das Augenprojekt bei uns im Nordwesten, lässt du jetzt einfach stehen? Die GRG-Ecke wird jetzt verlassen? Nein, das Auge wird noch schöner gemacht. Das wird uns, immer eine Main-Base. Uns knallst du ein großes Auge hin und dann machst du hier Beauty-Shots oder was? Das ist so beauty. Ist jetzt hier hast du auch noch mal ein bisschen versucht, aber noch mal ein bisschen zu retten mit den Leaves, ne? Noch mal so ein bisschen Akzente auf Kampf, irgendwie irgendwas reinknallen. Einfach mal in den U-Bahnhof noch mal ein paar Cherry-Leaves rein und dann ist das Ding fertig, oder was? So ein paar Girlanden so links und rechts einfach. Mhm. Ja. Und hier ist Anastasia am Zocken. Digga. Wieso guckst du dir das alles an? War ganz entspannt. Ich hab ein bisschen gegessen. Ja. Deswegen, ich bin immer informiert und krieg immer alles mit, Stegi. Alles. Oh, okay. Sorry. Alles gut. Bis gleich, ne? Bis gleich dann. Warte, ich hatte einfach das Gefühl, dass du gerade klaust. Oh, Stegi, jetzt hast du verkackt. Ja, natürlich. Oh. Wieso hat er jetzt schon wieder verkackt? Hallo. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, hä? Was hat er gemacht? Hä? Was hat er gemacht? Sag's ihm. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Sprich's aus, komm! Hallo, Chef. Hat er geklaut? Nee. Hat er schlimmer. Zerstört? Viel schlimmer. Nicht so schlimm. Hä? Oh, ja, nee. Okay. Hallöle. Oh, die Ratte! Warum lacht ihr? Digi hat ein Upsi gemacht. Erzähl, was hast du für ein Upsi gemacht? Hast du meinen Wohnort geleakt? Egal. Andere Frage. Feister, warst du bei Stegi? Ich war bei Stegi an dem Abend, ja. Als ob jetzt! Nein, jetzt bitte mal jetzt ganz kurz nicht jetzt hier das Thema switchen. Was hat Stegi gemacht? Doch. Ich wollte dich retten, Stegi. Was hat Stegi gemacht haben? Was hab ich gemacht? Ich hab nichts gemacht. Möchtest du mir was ins Gesicht sagen, was ich bin, Stegi? Oh. Wie schnell? What the fuck? Oh. Nein, ich hab ja nur, also ich hab halt, wir haben halt gespielt ein Spiel und zwar das. Ich glaube, es gibt dafür eine einzige Antwort. Tod durch Bambus. Nee, das andere. Tod mit Bambus. Gibt's das echt? Nee, aber hat sich gereimt auf Ambus. Ambus und Bambus. Eigentlich voll lustig, dass das eine an der Ambus ist und das andere ist halt Bambus. Steckt ihr so? Bau, du musst noch deinen Job erfüllen. Hab ich gerade. Aber wirklich, füll deinen Job. Ja, oh mein Gott, ich bin Erster. Oh nein, hör auf! Alter, ich mach keinen Essensshop, niemand kauft bei mir. Basti nervt da immer richtig. Basti, alles Gute. Oh, ich hab eine ganze Schalke gekauft dort schon. Basti, Fabo, mach mal mehr als eine Doppelkiste, das ist ja, so ja, nervig. Ich expandiere. Fabo, nimm mal alles raus aus der. Nimm mal alles raus für mich, bitte. Ich bin nicht da, ich stehe in der Base. Nee, wie respektlos. Wie, was für respektlos? Oh mein Gott, ich kauf alles. Wie? Veto, stopp. Veto, dein Haus. Nee, ich bin schon da. Ah, der hat kein Haus. Ich hab kein Haus. Ich finde den TikTok nicht, ich raste dich aus. Scheiß drauf. Obwohl, aber wenn ich jetzt aufhöre, bin ich dann. Mann, warte. Ja, du weißt die. Die meisten Leute hören auf, kurz bevor sie gewinnen. Boah, schön gesagt, ich bleib drin. Ich find's aber auch nicht. Veto! Mann. Ich hätte über den Nether gehen sollen. Wart ihr über Nether? Ja, aber ich hab nichts bekommen. Hab ich Fulbright? Welche Taste ist das nochmal für? Ich glaube... Ich kann nur H. Oha, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich hab ne Mod, wie cool. Digga, hey, ich bin ein Modder. Drück mal oder? G. Ist auch Voice Chat eine Mod, ne? Ja, G ist Voice Chat bei mir, ne? Ne, bei mir ist es V. G toggelt deine Gamma normalerweise. Was ist Gamma? Ne, bei mir ist H. Gamma toggle. Ne, das ist Night Vision nur. Ne, eigentlich. Also ich glaube, ich hab's verlegt. Aber hast du auch Freecam, Rebi? Wie geht das? Boah, oh mein Gott, du brauchst unbedingt Freecam bei deinem Bild. Vielleicht hast du es, drück mal F4. Hab ich. Passiert nichts? Nee. Drück mal noch Alt. Du? Nein, Digga. Digga, ich hab's gedrückt und dann erst gecheckt. In dem Moment, wo ich gedrückt habe, hab ich's realisiert. Nee. Digga, ist das krass. Hat er nicht gemacht, oder? Ja, toll. Oh nein.
ein Troll rein. Nein, nein, es muss ein Troll gewesen sein. Es muss ein Troll gewesen sein. Er macht. Das hat er nicht. Nein. Oh, ich esse hier meinen Salat. Und du gibst ihm einen alten Vier-Troll rein. Das ist so ein Basti-Kult. Ja, nein, oh mein Gott. So, einfach so nebenbei Salat. Oh mein Gott. Digga, aber wirklich auch. Raus. Aber gut gemacht, ey, wirklich, Basti. Danke, ne? Basti, dass du also auch wirklich, alte. Ey, Basti, mit dir erwarten wir noch wenigstens, dass du alte Vier-Trolls machst. Aber Bro, ist so ein, wenn man halt darüber redet. Ja, ja, aber das. Man ja, ist halt wenn, so ein Fokus mit dieser Mod. Das ist so easy. Eine geile Steilvorlage. Ja, ja. Bei Revi bin ich ein bisschen stolz drauf gerade. Darf ich auch, oder? Ja, ey, also ich hab grad seinen Stream. Ich dachte kurz, er hätte so extra disconnected. Aber nee, ist real. Ist ehrlich krass. Wow. Okay, ich hab mir Freecam gerade installiert, schnell. Ja. Ja, ja. Krone richten und weitermachen, ne? Komm. Ja, Mann. Siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen. Genau. So sieht's aus. Ich würde voll gerne mal Level 100 jetzt sein. Ich hole nochmal ein bisschen mehr Dark Plus Marine an. Wie? Ah ja. Level 100! Geil. Basti, was hat Joecraft gerade für ein Achievement geschafft? Was ist das? Da bist Darf du... ich? Sag. Warte. Ich bin so dämlich, ich esse die Glowberries, ich brauch die doch. Also sag kurz. Situation, der war an einem Honigblock dran und ist so runtergeslidet, oder? Genau. Ich hätte gedacht, dass er einfach Sticky Piston craftet hat, tatsächlich. Nee, da gibt's kein Achievement. Das ist ein Sticky Situation, kam mit der 1.15 rein, als wir das große Mini-Bienen-Update hatten. Cool. Du weißt echt viel. Danke, Mann. Hast du auch von Lukas der Rapper einen Song, Basti? Ja klar. Basti, Basti, GHG. Oder sowas? Ich glaube ja, so geht er. Ehrlich, jetzt geht er wirklich so? Heißt er weiß sowas. Der geht ehrlich so, gehört, der geht Basti, GHG. True, und dann irgendwie weiter. Basti, Basti, GHG ist viel cooler. Ja, irgendwas mit Challenge müsste so der Song sein. Irgendwas mit. Soll ich dir einen machen, Basti? Soll ich dir, also machst du den in einer Stunde und ich gebe dir noch 7 Begriffe? Ja, das wäre so kreativ. Nee. Aber das klingt echt nach einem doofen Format. Ja, ja! Sing mal die Basti GHG-Lieder von Lukas der Rapper. Basti GHG, jede Challenge kein Problem. Ja, genau. Egal was du so erzählst, es macht Spaß dir zuzusehen. Basti GHG, die schönsten Hände auf dem Planeten. 30 Stunden heute schon gestreamt. Ja, du tust eben, was du liebst. Wow. Aber warum? Nee, weil wir gerade drüber geredet haben und ich habe halt gesagt, ja, Feister könnte, also Safe Call direkt den Song. Das ist halt auch nur, weil der 30.000 Mal requested wird am Tag, erst rechtzeitig die Rede. Ernsthaft? Wird er requested bei dir? Ja, gelegentlich. Können die Leute mal bei dir Ball hochhalten, Spam? Das geht nicht. 3 Stunden cooler. For real? Ich will nicht so oft aufstehen. Ja, ich will nicht so oft aufstehen. Steh mal nochmal auf und zeig mal ganz kurz. Mach mal so 20. Du musst mal ein bisschen mehr aus dem knackig aus dem... Boah, wird Feister gerade Ronaldo? Du musst es ein bisschen knackiger aus dem... aus dem Fußgelenk machen. Du machst es zu versteif, Bro. Nein, das ist zu steif. Mach mal Mikro weg, mach mal Mikro weg, Mikro weg. Was schätzt du, wie viel kannst du schaffen? 15. Okay, ab 15 hochgehaltenen kriegst du für jeden, den du dazu... Also, ab 15 fangen wir an zu zählen und pro einmal hochhalten, also für 16 ein, 17, 2, 18, 3, kriegst du einen on top, ein Sub-Gift. Gänsehaut! Aber wie viele Versuche habe ich? 3. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Willst du nochmal, du könntest jetzt entweder die 6 Subs nehmen oder willst du es nochmal versuchen, nochmal besser zu machen? Berlin-Gold! Mann, ich werde halt niemals nochmal so viel schaffen. Doch. Das war echt gut. Wenn du dran glaubst, schaffst du es. Ja, aber wenn 6 Subs sind ja auch schon krass. Musst du wissen, du könntest ja auch 100 Subs jetzt bekommen. Oh. Meinst du, wenn ich jetzt 100 mal den Ball hochhalte? Dann kriegst du 85 Subs, ja. Bro, er macht weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und oh. Verzockt. Jabadabadu. Jabadabadu. Nein, ich hab Mach noch einmal mit HSV-Hymne. Einen letzten Try. POV Müller kommt rein. POV Müller kommt rein. Müller betritt den Raum. Müller betritt den Raum. Wieso sagst du Jabadabadu? War der Ausdruck einer von Feuersteins? Nee, weil das die Torhymne ist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Feierabend. Er hat den Kopf abgerissen! Krieg ich ein. Wir können das nochmal irgendwann spielen. Okay. Basti, würdest du für zwei, also wenn 32 Karotten zwei Dias kosten würde, noch einkaufen? Nee. Ihr könnt bei mir alle umsonst haben. Okay, also der Shop ist Mann. Voll. Oh mein Gott. Basti. Er wünscht sich mal auf Stonefall. Wenn ihr wollt, könnt ihr immer umsonst mit mir Karotten holen. Klamotten. Basti, weißt du was? Ich schenke dir gleich welche. Geil, danke dir. Wir haben einen Diebstahl im Shopping-District. Basti zockt, hat gerade alle meine Karotten geklaut. Nein. Nee, Basti, der Shop ist gerade voll. Willst du kaufen? Ich kaufe. Ich schenke dir, Basti. Alles gut, brauchst du nicht. Warte, wie schnell. Digga, ich mache einfach ein Restaurant auf im Shopping-District. Da gibt's alles Essen umsonst. Da steht direkt neben Parbus Scheißladen. Danke für deinen Einkauf. Oh, da ist noch nicht vorbei. Nee, nee. Mit Trinkgeld, oh, doch nicht. Das waren meine. Beruhig dich. Ich hab 56 Stück selber gehabt. Beruhig dich. Basti zockt. Erst das Drachner, jetzt die Karotten. Nein. Beruhig dich, alles gut. Alles gut, alles gut. Es ist nichts Schlimmes passiert. Komm, sag, gib mir deinen Stuhl. Vincent. Was, hast du erstmal deinen Skin gesehen? Oh mein Gott, ich komm vorbei. Hast du einen Schlafanzug an? Nee. Was denkst du? Zweiter Guess? Unge. Nee. Dritter Guess? Link. Du kriegst keine Subs. Wie? Ja, hä, lass mich nochmal einmal richtig. Okay, du darfst nochmal guessen. Ein Guess, was krieg ich dafür? Du kriegst, dass ich dir den Baum für keine Subs fertig baue. Sag mir bitte, Bro, sag mal einen ehrlichen Preis. Hä? Ich geb dir einen Sub, wenn du es schaffst. Okay, du bist so ein Weihnachtshelfer, so ein Wichtel. Ja komm, wer hat das in deinen Chat geschrieben? Nichts, bin auf NameMC gegangen. Wie der Tryhardet. Einen Sub bitte! Aber es ist von der Breite her richtig. Wollt ihr jetzt mal was wissen? Ich scheiße jetzt einfach mal drauf. So, jetzt von denen, jetzt geht's zwei Blöcke noch weiter nach innen. Der und der. Das Kupfer, da ist der Plan auf jeden Fall, es oxidieren zu lassen. Ganz, ganz wichtig. Ja, Bro, Real Talk, wir bauen ja auch in einer Ruine, ne? Da kann es auch mal ein bisschen unterschiedlich sein. Ja, mal ein bisschen rebellisch. Ich lasse es auch mal ein bisschen raushängen. Mal so ein bisschen was machen. 0 Uhr, Basti, schon um 10:30. Weil die Half-Slaps nicht perfekt symmetrisch sind. Ja, ich bin jetzt gerade ein Symmetrieverweigerer und baue es jetzt nicht genauso wie drüben. Ey, Basti, das ist denn, weißt du? Sorry. Warte mal, aber wie meinst du? Also, zwei Stairs, zwei Slabs, drei volle Blöcke. Und hier sind es irgendwie komischerweise zwei Blöcke mehr. Und ich weiß nicht warum. YOLO, Basti. Lass dich davon nicht runterziehen. Es sind nur ein paar Blöcke. Sollen diese Blöcke dir dein Leben diktieren, Basti, hä? Ja, Mann. Wie du zu leben hast? Nein, sollen sie nicht. Ich bin ein Macher oder so. Du bist ein Macher oder sowas, Basti. Du bist ein gottverdammter Macher oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Du bist ein krasser Typ. Und du lässt dir doch nicht von ein paar Blöcken sagen, wie du zu leben hast oder zu bauen hast. Nein, 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 Basti. Da stehst du drüber. Du bist heftiger und größer als das, okay? Okay, Mann. Okay, Mann. Message angekommen? Basti, ich weiß warum. Why? Hey, Feister, ganz kurz, falls du es nicht verstanden hast, Basti, ist es egal. Mann. Aber ich glaube, er will es trotzdem wissen. Du musst, wenn du schaust, du beginnst bei dem einen, gehst du irgendwann eins rein. Heißt hier, also du, wenn du hinter die One-Shot schaust, du siehst ja, dass du da einfach einen ganzen Block hast und dann erst mit den Stairs anfängst. Ich verstehe nicht. Feister, kannst du das Tor hier nach innen bauen? Lass mich bitte ein neues anfangen. Ich kann gern das hier machen. Ich gehöre nicht ins Gym. Feister muss nämlich auch tatsächlich noch bei mir was bauen, Basti. Also. Sorry. Ich mach dir das ganze Ding. Wann machen wir eigentlich Basti-Basti-Tag jetzt? Morgen, oder? Morgen 20 Uhr. Oh ja, da bin ich dabei. Und dann muss ich dir meine POV hochladen, oder? Das wäre richtig cool, ja. Es ist halt auch cool, wenn du dich damit so beschäftigst. Ja, ich wollte mal ein wenig reinschauen. So, ich hab's gerade gesehen, ultra geil. Hey, Basti! Oha, ich dachte gerade ganz kurz, so als Feister.
angefangen hat, dass irgendwie was Schlimmes los wäre oder so, ich weiß nicht. Aber ich habe mega Vorfreude auf morgen jetzt irgendwie. Geil. Ahnung. Wirklich, das ist ja mega glücksabhängig. Ich hatte vorhin so das Gefühl, okay, man braucht da richtig die durchdachten Strategien und so, aber nee. Also ja. Klar, es gibt so Strategien, weil man kann sich schlau verhalten, aber es hängt halt auch sehr viel vom Glück ab und das macht das Ganze so unfassbar greifbar für mich auch, weil ich das halt extrem feier. Ne? So, ja, du musst, also ich mag das immer auch, wenn du mit so mit knappen Ressourcen halt so in, also clever wirtschaften musst. Ja. Und dir dann halt was einfallen musst, wie du das dann halt angehst. Top 3 ist mein Ziel. Ich möchte gar nicht der Erste unbedingt werden, aber Top 3 wäre so geil, ey. Erste Challenge bei dir dabei zu sein und dann, erst nee, Randomizer. Ist Randomizer eine Challenge, meiner Meinung nach? Oder ist das so? Naja, es ist eine Kategorie so, ne? Das eine Kategorie, halt so, genau, das ist der bessere Begriff. Hey, da, bitte, das wäre so geil, ey. Direkt Top 3. Kannst du, oh, ich kannst sag du dir ehrlich, geh auf den ersten Platz. Du machst das easy. Ich brauch besseren Loot. Bitte einmal durchgeben. Die Entwickler sind bestimmt auch gerade mit im Stream. Bitte einmal durchgeben. Ich brauche direkt den Schneegolem und so und dann direkt danach bitte alles für den Kobbelgenerator. Danke. Ich kann nicht mehr. Also, warte, wirklich. Ich atme mal durch. Komm. Mach mal einen richtig. So, jetzt komm. Was ist das Problem? Hier ist die Mitte. Hier ist die Mitte. 4 Blöcke. 3 Blöcke. Ja, wieso gehst du denn 4 Blöcke nach links? Ja, das muss 3 Blöcke each sein, oder? Ja, dann baue links doch einen Block wieder zu. Ja. Jungs, ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich sehr. Revi, lass krachen. Schönen Abend. Mach's gut. Ciao, ciao. Was sagst du? Darf ich deine Base sprengen? Okay. Nee, komm, für ein bisschen Beef morgen. Nein, ich sag jetzt nein, ich möchte das nicht. Danke. Keine Gewalt in Craft Attack. Okay, gute Nacht. Wenn du willst, kannst du die beiden Türme auf der anderen Seite machen und ich mach den Torbogen. Okay, dann machen wir das so. Wenn das für dich entspannter ist. Bestimmt. Also ich, vor allem das Ding ist, das Main Design, das Konstrukt habe ich ja auch entwickelt und ich bin komplett neben der Spur. Aber das ist, ich sag auch ehrlich, das ist irgendwie so, wenn ich so Main Channel Video, so diese, das wird auch morgen so sein. Man ist so nach der Main Channel Aufnahme, ist man echt ein bisschen, man hängt. Also man ist ausgepowert ein bisschen. Was ist der Lieblingsblock von Gomma HD? Ist eigentlich einfach, ne? Obwohl, ja, es gibt da theoretisch zwei Meinungen. TNT Minecart. Ja, also auf der einen Seite, soll ich sagen oder ja, wollt ihr raten? Ja, auf der einen Seite, natürlich könnte man so denken, okay, TNT, weil ich gerne mit TNT Sachen mache irgendwie, aber, oder auch sowas wie TNT Minecart, aber so vom Block her, weil mit TNT kann man sich ja nicht so kreativ ausleben. Ich finde Clay ansonsten mega schön. Clay finde ich in den meisten Texture Packs, auch ohne Texture Pack, dann mit einem Shader erst recht, so richtig schön von der Farbe. Es gibt so viele verschiedene Farbtöne und so und ich liebe Clay eigentlich. Einfach jetzt Terrakotta oder wirklich Clay? Also gefärbten Terrakotta dann. Achso, also du meinst Terrakotta-Blöcke? Ja. Wie findest du, also was sagst du, Glazed Terrakotta? Hast du damit schon mal viel gebaut? Noch nicht viel damit gemacht. Glazed ist auch ein schöner Block. Ja, mit Glazed Terrakotta kannst du echt coole Muster und so machen, das ist schon cool. Aber auch gute Frage an sich. Es gibt so, wenn man drüber nachdenkt, was es so für Blöcke gibt, die man, ich meine, guck mal, die Blöcke, die man ja am häufigsten gefühlt verwendet, sind Stein und Holz, ne? Eigentlich müsste man doch sagen, okay, das sind so die Lieblingsblöcke von einem. Jetzt so beim Baum würde ich mich aber immer davor ein bisschen, also einfach weil es zu oft schon immer so ein Ding war, davor so ein bisschen eher nicht das jetzt. Bei dir wahrscheinlich ist der Schalker so dein Lieblingsblock. Boah, also zum Verkaufen schon, aber eher nicht. Ich glaube, ich mag schon echt Dark Prismarine sehr. Ich mag es echt mit Dark Prismarine zu bauen. Das ist für mich immer so ein Block, mit dem ich auch immer so einen teuren, kostbaren Block, so das ist so ein Late-Game-Block, mit dem du spät baust, finde ich zum Beispiel cool. Aber der Quarz finde ich auch noch gut. Quarz ist auch ein schöner Block. Ja, voll. Da denke ich immer an alte Quarz-Lobbys auf dem Server. So, ich sag jetzt was, dass Stegi sich nicht mutet. Too real. Ne, wenn man zu lange nichts gesagt hat, dann mutet sich Stegi. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt. Mob-Battlen, irgendwie ein Turnier bauen könnte, wäre, glaube ich, auch sehr nice. Ja, aber, das soll immer nicht blöd klingen oder so, aber ich glaube, es ist echt nicht so cool, wenn dann so ein Mob-Battle ist zwischen zwei Teams, in denen ich nicht drin bin und ich lade das einfach auf meinem Kanal hoch. Naja, warum nicht? Oh Leute, heute haben wir ein kleines Gameplay. Heute hier ein kleines Battle. Ich bin nicht dabei. Wobei ich aber auch manchmal schon so Spec-Sachen gemacht habe oder so. Das war auch cool eigentlich. Basti, du würdest wieder die Tower bei dem einen machen, oder? Ich mach die Tower, ja.
dann mach ich das letzte Tor. Tut mir leid. Und mir schreibt der junge Mann, die Ratte nicht gerade aggressiv. Ratte! Ruhe hier! Ja, wir hören schon auf. Hier gibt's kein Beef. Das macht immer so Spaß, weil wir auf diesen Rattenskin irgendwie sein zu gritten. Ja. Auch erst seit heute so gefühlt, lass oder? Lass mal in Ruhe, gib... Hä? Nichts. Wem war das bei dir? Digga, wie krass war der Schuss? Feister, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mit dem Rattenskin? Weiß ich nicht. Einfach so. Ich war irgendwann eine Ratte in Elements. Was? Kriegt man das in einen Clip bitte rein? Beide Schüsse? Wie krank war das denn? Moin, Merle. Ratte. La Rata. World of Legend, danke. Boah, guck mal, Bro. Ich fühl's gerade in meinem Stream. Guck mal. Warte, ich schau in den Stream. Boah, von oben sieht das auch so geil aus. Warte, jetzt kommt die Fahrt. Jetzt nochmal ein neuer Shot. Nein, ich hab's verkackt. Was los, Feister Bro? Es ist soweit. Schau hin, ich hab das vierte Tor fertig. Du musst nur noch die Statuen bauen, oder soll ich das auch noch machen? Nein, musst du nicht, Bro. Du bist ein kleiner Atze. Das Ei. Das Ei, der Ei-Diebstahl. Seit dem Ei-Diebstahl bist du retired. Digga, als ich da Crocodile Andy hinterhergeflogen bin, dann bin ich wirklich ein paar Jahre älter geworden. Weiß ich, was mir da passiert ist. War vielleicht auch ein paar Jahre jünger. Komm mal, wo bist du gerade? Bin gerade am Bauen, Bro. Boah, du bist so am Ackern. Bleib mal stehen. Mach das mal eine schöne Schalker, mein Bester. Glaubt ihr, es ist heutzutage einfacher, erfolgreich zu sein als eine Boyband? Jetzt ein Big Time Rush. Kannst du mal deine Mauer halten? Okay. Ich hab's nicht ganz verstanden, was Basti meinte. Glaubst du, so in so Generation so TikTok-mäßig, glaubst du, dass das einfacher so mit Social Media und so TikTok und so jetzt einfach eine Boyband so einfach schnell populär zu werden? Ach, als heutzutage wieder als Boyband? Mhm. Nee. Meinst du die Elevator Boys? Nicht unbedingt, aber nee, wobei, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe jetzt gerade nur so kurz drüber nachgedacht, aber eigentlich war es ja gerade erst recht mit den alten, so über Fernsehen und Zeitschriften und so, war das schon noch viel, viel präsenter alles, oder? So Boyband, ist das noch so ein Ding? Nee, aber ich glaube nicht. Also, ich glaube einfach nur, weil die Interesse da nicht mehr momentan so hoch ist. Groß ist wie früher. Dieses Teenie-Dings ist nicht mehr so crazy. Ich glaube, heutzutage hat man andere Vorbilder. Ja, oder wir nehmen es halt anders wahr, oder? Also, was ich auf jeden Fall so ist, du kannst auf jeden Fall leichter bekannt werden und groß werden, gehypt werden durch TikTok. Das ist logisch. Ja. Also, das schon, aber nicht als Boyband, glaube ich. So als eine Boyband juckt heute nicht mehr so krass, glaube ich. So jetzt, ne, weiß nicht. Also ich glaube, was glaube ich schon eher leichter ist, ist halt einfach so als Solosänger bekannter zu werden und dann zu schreiben, dass Monta auf deinen Song reagiert. Oh, ist das ein K-Pop so ein krasses? Da ist es noch krass, ne? Genau, das war das Einzige, was ich noch gesagt hätte. Ja. Also okay, da ist es so das Fandom-Ding immer noch gigantisch. Aber so Boybands haben sich ja eigentlich auch immer nur ein paar Jahre an sich gehalten. Wenn es dann halt irgendwann zu alt wurde, dann konnte man das auch das Produkt nicht mehr mit diesen Protagonisten verkaufen, oder? Ja. Das war schon immer so altersbedingt geteilt, also so. Es gab jetzt keine Boyband, die so Teenie-Schwarm, Teenie-Star so war und dann wurden die so, weiß ich, die waren jetzt nicht dann 35 plus. Take that. Wie alt waren die denn? Das wüsste ich nicht, also die wirken älter, aber das war ja nochmal ein älterer Generation. Nee, du hast da voll recht. Also was ich krass finde, ist das... 6 Jahre nur. Take that. Ja. Nee, Gründung viele, also 9, nein. Nee, das war die, die haben sich 2005, die Reunion. 9, ja. Und dann 1990. Genau. Mit Patience. Aber dennoch bin ich, finde ich, es ist so krass, wenn du den ganzen Tag hier warst, guck mal, wie wenig das oxidiert ist, hä? Ja, das dauert Ewigkeiten, wenn die das halt alle aneinander so kleben. Ja, ja. Das hier unten hat eine Woche gedauert, ne? Ist das krass, Alter. Krank. Naja, Stegi, dann würde ich sagen, alle Leute sollten auf jeden Fall ein Like da lassen. Den Kanal abonnieren. Yo, auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch machen würdet. Ob ihr die Tore geil findet, was hinter die Tore soll. Und das dann steht eben an sich fest. Da kommt die Base rein. Genau, schreibt's trotzdem rein. Ja. Und lasst ein Like da, wenn ihr das geil findet. Ja, das sieht echt krass aus. Wirklich. Guck mal, Freecam von oben. Mach ich. Wie, von wie weit oben?
schon, dass du halt einen kompletten Überblick hast. Ich finde das so geil mit den Leaves dann. Das ist geil. Das ist schon richtig. Auch jetzt dieser Wasserfall, der gesamte da ist. Gefällt mir schon sehr gut. Die Idee war auch einfach geil. Das muss man dir lassen einfach. Danke dir voll. Ne, Loch. Ja, ein Loch kann auch geil sein. Ja. Vor allem, weil es halt, ey, es sieht halt so krank aus. Danke, Stich. Alter. Machst du ein bisschen Auge, hä? Ja, ist schon schön. Weil man auch jeden Tag so Progress gesehen hat, weißt du? So ganz am Anfang, es war nur Stone. Dann hast du so diese Smooths immer reingemacht. Und dann alles so grüner gemacht. Das ist halt krass dann. Es war ein ordentlicher Grind. Ah, das stimmt. Alright, dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.